Leute, Freunde, wir schreiben die 16. Spielminute. Tor für die Gladbacher Pinguins. Auf Zuspiel von 34 Mal in der Runde.
gestern, gell? Merci. Ja. Nach seinem Sprint jetzt bloß nach aufwärts. Ja, also sag erst einmal, wie ist das passiert und so weiter? Ja, das war genau, letzte Woche haben wir gegen Memmingen schon gespielt und im Zweikampf bin ich unglücklich verkantet und was dann jetzt passiert, und wahrscheinlich auch einmal in seiner Karriere und dann ist das Waden beim Bruchheuer. Ja. Ja, Waden beim Bruchheuer, ganz ja, und so ein Moseband dabei. Und war der Gegner schuld oder was? Nein, ich glaube, das war einfach, also es kann kein Schuld für den Gegner gewesen sein, sondern das war einfach ein unglücklicher Moment und ich glaube... Sagst du jetzt vor der Kamera? Nein, war echt so. Okay. Ja, also wundert dir ein bisschen, dass du heute nicht dabei sein kannst oder bist du froh, dass die anderen Leute dann die Verantwortung haben? Oder? Ich war unglaublich gern heute dabei gewesen, weil es ist natürlich immer was Besonderes, wenn man im letzten Spiel, also Art Finale, dann seine Saisonleistung krönen kann. Aber jetzt war es einfach das Wichtigste, dass die Mannschaft da gut reingeht und die wollte ich auf jeden Fall unterstützen und von daher freue ich mich jetzt über den Ausgang und konnten das verkraften, dass ich nicht selber mitgespielt habe. Ja, okay. Feiern der Zahn, oder? Ja, ich hoffe schon jetzt auf alle Fälle. Aber nicht tanzen. Ich werde mich eher rumschirmen lassen, glaube ich. Ja, Berlin wärst dann fast mit, oder? Nein, ich werde am Montag operiert und dann muss ich wahrscheinlich die ganze Woche im Krankenhaus bleiben und werde von da aus Daumen drücken. Ja, ja, dann also alles Gute nochmal zum Sieg, gell? Dankeschön. Jetzt habt ihr halt 3 Tore geschossen und letztes Mal gar keins. Was ist jetzt anders gewesen? Mai, haben wir die Chancen besser ausgenutzt, mehr Druck gemacht, finde ich. Aber ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? 2 Gegentore kassiert. Ja, beide Unterzahl. Beide Unterzahl? Okay, ja, dann ist es eigentlich. Okay. ist das ja irgendwie so eine Art Ausgleich praktisch, weil in Finnland habt ihr ja bitter verspielt manchmal. Mai, das ist nochmal, glaube ich, eine Liga weiter oben, kann man sagen. Weil das waren nochmal viel bessere Mannschaften in Finnland, Moskau und die finnische Mannschaft. Aber das, glaube ich, war jetzt einfach der Schritt, den wir machen müssen, die deutsche Meisterschaft. Und EBCC wäre halt nur mal so ein Zucker gewesen, wenn wir das gewonnen hätten oder einen guten Platz gemacht hätten. Jetzt wird erstmal richtig gefeiert, oder? Ja. Schön, auf jeden Fall viel Spaß dabei. Okay, danke. Ja, danke fürs Interview. Ja, also dir erstmal alles Gute zum Sieg, gell? Und ja, so eine Frage. siehst du das als gutes Team oder vielleicht wegen der Fiona Harra, neue Torhüterin, oder? Ich glaube, sie hat uns guten Rückhalt gegeben, aber ich meine, in der Saison haben wir auch mit unseren anderen Torhütern gespielt und alle haben super gehalten. Jeder hat sein eigenes Spiel immer gemacht und wir haben schon mal gegen Memmingen gewonnen und da war sie nicht drin, also keine Ausrede. Feiert sie? Schon, gell? Ihr feiert schon, oder? Richtig, ich bin heute nicht mit dem Auto gekommen. Das ist schön. Auf Verdacht. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, gell? Dankeschön. Ich habe hier zu meiner Linken Herr Harra, der Vater von unserer Fiona, unserem Publikumsliebling aus Erding. Was sagen Sie zu dem Spiel heute und zu der Leistung Ihrer Tochter? Ja, die Mädels haben es natürlich maximal spannend gemacht, wie auch schon letztes Wochenende. Und zur Leistung von meiner Tochter, das kann man jetzt so nicht so viel sagen, weil das Niveau bei den Damen halt doch ein Riesenunterschied ist zur Oberliga. Da ist sie eigentlich nicht in dem Maße gefordert, wie sie jetzt zum Beispiel die Erin die ganze Saison gefordert war. Sie sagen, sie ist nicht ganz gefordert worden, aber 2 Gegentore heute. Woran hat es gelegen? War die Abwehr zu schlecht oder hat sie irgendwie ein Problem gehabt, dass sie die Schüsse nicht gesehen hat? Ja, beide, also zumindest das zweite Tor, das war in Überzahl. Auch das erste Tor war abgefälscht und kam dann nicht mehr hin. Ich sage mal so, ob man da von haltbar oder unhaltbar, rede ich aber ungern. Ich denke mal, waren beide Tore unglücklich. Was soll man da machen? Alles Gute erst. Du hast ja in der Oberliga gespielt bei Erding und jetzt die letzten 2 Spiele im Planegg. Wie gefällt's dir da so? Ja, gut gefällt's mir da. Ich kenne ja die Mädels, also die meisten sind ja bei der Nationalmannschaft immer und die haben mich gut aufgenommen und ich denke, die haben mich auch gut integriert und das passt alles. Also die 2 Gegenteile heute, woran hat es gelingt? Ja, das erste, sage ich mal, ist der dann direkt auf den Schläger gefallen, das war abprallt. Da sage ich jetzt mal, kann ich jetzt nicht so viel machen. Den zweiten muss ich natürlich haben, einen Schuss von der blauen Linie, den so hat man schon halten können. Ja, passt schon. Gewonnen habt ihr ja. Gewonnen haben wir, genau. Man muss immer nur
schauen, dass man weniger kriegt oder andere. Wie schätzt du euch in Berlin nächste Woche bei den Spielen? Ja, ich denke, dass Planet auf alle Fälle um den DFB-Pokal wieder vorne mitspielen wird. Also geht davon aus, dass sie gewinnen. Ja, das ist cool. Okay, also danke fürs Interview, gell? Und feiert's noch schön. Ja, machen wir.